Hallo, liebe Freunde des Handels und der Märkte. Ich grüße euch ganz herzlich hier zum JFD-Devisenradar am Freitag, dem 15. Oktober. Und nicht wundern, meine lieben Freunde des YouTube-Channels, denn hier sehen wir momentan mal nichts. Denn ich blende es mal kurz ein. Hier an der Stelle ist aktuell kein Livestreaming möglich. Ich versuche mich hier schon seit einigen Minuten, deswegen auch der leicht verzögerte Start. Aber wir sind ja hier backup-technisch auch noch auf dem Godmode Trader unterwegs. Und insofern freue ich mich zumindest, dass ich hier meine Sendung abfahren kann, wie gewohnt, auch wenn ja der Livestream wohl so nicht funktioniert. Ich werde das Video aber hochladen und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, Silber und die Yen-Implosion heute hier am Thema. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil in gut 20 Minuten der Trading-Room startet, wo ich auch heute exklusiv zugegen bin und mal schaue, was die Intraday-Bewegungen hier am Markt uns denn so für Möglichkeiten eröffnen. Alright, starten wir durch. Wichtig, wenn ihr handelt, mit wem, wie immer, nehmt den richtigen Handelspartner, JFD, eure Bank des Vertrauens. Ganz kurz, der Dollarindex, unglaublich spannend, hat hier direkt vor dem Widerstandsbereich um 94 Punkte und 62 eingedreht. Hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass wir ein Stück weit drüber schießen, ein bisschen bouncen, so ein Stück weit da eben kämpfen. Jetzt passiert das Ganze eben direkt darunter und es sieht so aus, als wäre hier durchaus jetzt oder jetzt während der nächsten Woche die weitere Entscheidung denkbar. Der Dollar, wie gesagt, wenn er hier abdreht, beflügelt grundsätzlich mal den Goldpreis, der hier an dieser Abwärtstrendlinie tendiert. Und ich habe von Jürgen in YouTube gesehen, dass er sich erkundigt hat, was wir denn da machen können, wie wir hier vorgehen können beim Goldpreis. Nun ja, der muss jetzt hier letztlich rausziehen. Ja, dass er jetzt hier an dieser Abwärtstrendlinie, so wie permanent jetzt zu sehen, abgewiesen wird, ist definitiv unschön technisch. Ja, wir erinnern uns hier an Situationen vom Juni und auch hier zuletzt vom September eben, wo der Goldpreis an dieser Abwärtstrendlinie abgewiesen wurde. Und gleiches geschah ja Silber sogar noch viel häufiger. Silber hat ja gestern auch ihren exklusiven Up-Move in der Fortsetzung vom Vortag. Hier hatte ich ja auch schon meinen Long abgesetzt beim JFD-Devisenradar-Webinar, wohlbemerkt. Und hier hat der Silberpreis dann direkt angeknüpft. Und heute, nun ja, die Trendlinie, schräge Trendlinien schräger Natur, ist natürlich etwas mit Vorsicht zu sehen, weil die Trendlinie wird jetzt hier eine Price Action in dem Falle nicht unbedingt aufhalten. Aber eine Trendlinie gibt ja Tendenzen, beziehungsweise gerade eine Trendlinie, die schon häufiger getestet wurde, hat hier natürlich eine Relevanz. Und sollte Silber jetzt mit diesem gestrigen Versuch, und der Close war über dieser Trendlinie, wobei das genaue Anlegen ist halt doch schon ein Stück weit subjektiv, ja, schaut, jetzt hier ein bisschen höher gehe und das Hoch zum Beispiel der Kerze vom 7.9. als nächsten Auflagepunkt wähle, dann ist es so ein Stück weit ja dann doch wieder drunter. Also machen wir hier keine Erbsenzählerei. Faktisch, der Ausbruch ist am Laufen und wenn es jetzt hier aber einen zu starken Rückschlag gäbe, wäre das mal definitiv schlecht für den Silberpreis und auch die Edelmetalle. Grundsätzlich Silber, und darum geht es ja heute, wenn der Goldpreis auch weiter auftritt, alles hochgradig bullisch. Insofern hier die Situation auch am Markt ja generell derzeit die Edelmetalle wieder gefragt. Es kann also hier, und da zeige ich euch auch gleich Stats vom Forex Bull, kurzfristig einen Rücksetzer geben, um dann hier aber letztlich doch die Attacke auf das Level von 23 Dollar. Und da haben wir es hier 75, diese Widerstandszone zu starten. Und wenn Silber da drüber geht, hey, liebe Leute, dann haben wir auf jeden Fall ein starkes, wirklich starkes Signal im Rahmen der nächsten Kaufwelle, weil, wie wir ja wissen, Silber hier in diesem unteren Bereich, dieser großen Range seit dem letzten Jahr notiert. Hier auch die Zone zwischen 22,45 $, 21,65 $, ja, getestet hat, dann mit Bravour wieder zurückerobert hat. Also wir sind nicht lange unter dieser wichtigen Marke von 22,45 $ geblieben. Dann hat sich der Silberpreis hier mehrere Tage orientiert und jetzt eben den Schub nach oben gestartet. Und ihr wisst es, saisonal sieht das mal grundsätzlich gar nicht schlecht aus, auch wenn der Forex Bull heute beim Silberpreis hier eben Tiefs im Bereich 22,81 $, 22,94 $ voraussagt. Ja, das zweite Pattern kann man mal vergessen, weil drei Erscheinungen ist wirklich zu gering, ja, aber hier das erste, 4-Tages-Pattern, 76%ige Trefferquote, 106 Erscheinungen, lässt ein Minus vermuten. Könnte also sein, dass wir das Minus heute tatsächlich ausbauen, ist aber wie gesagt eigentlich nicht die große
ja, die große Schwäche, sondern vielmehr das nächste Schwung holen, bevor es dann wahrscheinlich nach oben geht. Denn die Edelmetalle haben ja ein bullisches Q4 genereller Natur vor sich. Und insofern warten wir ab, was passiert. Sollte Silber die heutige Tageskerze noch reverseln und nach oben aufdrehen, liebe Leute, ja, dann haben wir definitiv gute Chancen, sobald der Silberpreis über 23,75 $ notiert, dass wir dann das Level von 24,85 $ attackieren, Schrägstrich dann in Richtung 25,55 $ ziehen. Also das ist wirklich hochgradig spannend und der Bias ist natürlich jetzt bullisch eingedreht, sofern die jüngste Buying Power anhält. Ich verweise nochmal auf den Dollarindex, wenn der jetzt hier wirklich nach unten abklappt, dann ist das genau die Situation der Situationen. Dann müsste Silber also hier auf jeden Fall auch abdrehen. So, YouTube geht hier nach wie vor gar nichts. Das ist wirklich bedauerlich. Können wir aber nicht ändern. Insofern lade ich das Video dann eben auch nochmal auf YouTube hoch. Soll ja nicht das Problem sein. Sind wir ja sehr, sehr flexibel, wie es so schön heißt. So. So. Jetzt sehe ich gerade hier, der Chat läuft und ich kann aber überhaupt keine Interaktion starten. Das ist echt dramatisch auf YouTube. Kann man leider nicht ändern. Am Ende des Tages setzen wir jetzt nochmal kurz den Blick fort auf die Yen-Pairs. Hier hatte ich ja unlängst auch schon darauf hingewiesen. Hier geht wirklich die Party ab. Wir haben hier das Setup gehabt. Möglicherweise gibt es einen Rücksetzer und bietet die Chance, hier nochmal reinzukommen. Aber ist es genau das passiert, was bei den Yens nicht untypisch ist? Wenn Momentum aufkommt, dann meistens richtig und dann geht es auch wirklich nach oben. Wir sehen hier, dass jetzt grundsätzlich weiteres Potenzial gegeben ist. Der Markt hier durchaus weiter nach oben eskalieren kann. Gerade beim Euro-Yen sehen wir hier Potenzial. Britisch Pfund-Yen, lasst uns hier reinschauen, sind wir jetzt direkt kurz vor einem Widerstandslevel, wenn wir darüber laufen. Liebe Leute, da muss ich echt schon ins Jahr 2018 zurück. Ja, Wahnsinn, auf den Hoch sind wir aktuell. Und wenn die Yen-Pairs aber mal Fahrt aufnehmen, ja, das sehen wir hier auch in historischen Bewegungen, dann ist das mal hier gerade der Beginn einer weiteren Aufwertungsphase. Und ja, ich hatte es auch euch zuletzt gezeigt, die Statistik weist hier eindeutig auf eine mega bullische Entwicklung im letzten Quartal hin, weil eben auch statistisch die Aktienmärkte hier steigen, der Yen weniger gefragt ist als sicherer Hafen. Ohnehin, die Inflationszahlen ja jetzt zuletzt, puh, wirklich Stirnfalten auf den Kopf rufen. Und insofern ist es halt wirklich dramatisch und auch schwierig hier an der Stelle anzusagen, wann das endet, wie das endet. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade wirklich starke Inflationszahlen voraus und das könnte sich auch durchaus noch ein Stück weit fortsetzen, wie eben die Fed auch unlängst verlautbare. So, jetzt sehe ich gerade, jetzt sind wir doch live oder die Möglichkeit ist gegeben. Ich werde mal kurz bei YouTube direkt den Livestream starten, um hier die Fans abzuholen und auch noch mal kurz was zu sagen in der Hinsicht, weil eben hier die Disconnection stattfand. So. Ja, liebe Freunde des Handels, jetzt auch hier noch mal bei YouTube. Ich sehe Pazu, Andreas, Klaus, Jürgen, alle dabei. YouTube hat mir nicht den Zugang gewährt. Und ich zeige es euch nochmal kurz. It's not available. Das war hier die Message, die ich hier seit Minuten erhielt. Ich habe jetzt auf dem Godmall Trader TV schon die Sendung gestartet, aber nebenbei immer mal versucht, ob der Klick eben funktionierte. Hier zeige ich euch jetzt das Bild nochmal. Der Klick eben funktionierte nach dem Motto, können wir den Livestream endlich starten? Hier, Livestream isn't available. Das ist wirklich das Problem gewesen. Ich konnte nicht online gehen und konnte euch sozusagen auch nicht abholen. Also insofern, lieber Patzo und Klaus, Klassenraum gefüllt, aber Lehrer zu spät. Nennen wir es, wie wir es wollen. Jetzt habt ihr natürlich mein Intro verpasst zum US-Dollar-Index an der Stelle. Hier sieht die Situation wirklich beharrlich aus. Und natürlich auch zum Silberpreis. Ich will mich hier gar nicht zu lang fassen, denn ich werde das Video hier im Nachgang hochladen vom Godmode Trader, damit dann auf YouTube zumindest mal das ganze Video zu sehen ist. Und insofern, ja, müssen wir die Situation nehmen, wie sie ist. Silber, wie gesagt, hier mit einer sehr spannenden Situation, genau wie der Goldpreis. Gegebenenfalls gehen wir hier heute auch nochmal kurz gen Süden. Der Forex Bull sagt, entgegen eines eigentlich bullischen Freitags von der Wochentagsstärke, ein schwaches Pattern für Silber voraus. Das werden wir auch gleich im Trading Room genauer unter die Lupe nehmen. Insofern hoffe ich, dass ihr da auch gleich dabei seid. Wie gesagt, technische Ausfälle, da kann man einfach nichts machen, wenn mir YouTube den Zugang
nicht gibt. Das ist live. Und jetzt hatte ich, wie gesagt, schon ein längeres Statement zu Silber gegeben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das Video jetzt hier direkt von YouTube hochlade oder ob ich am Ende des Tages doch den Godmode-Trader Upload nehme. Da ist die Qualität aber meines Erachtens nicht ganz so gut, wenn man das nochmal hochlädt. Ich schaue es mir später an, allerdings dann auch erst nach dem Trading rum, weil ich eh irgendwie unter Zeitdruck gerade bin. Ja, in einer Viertelstunde geht's los. Da, liebe Leute, seid's dabei. Denn da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wo ich die Woche darauf hinweise, liebe Leute. Ja, hier der Punkt, die Positionierung der Privatanleger. Meine Güte, die gehen hier alle, wie gesagt, massiv short im US-Dollar-Yen und auch bei anderen Yen-Pairs. Oh Gott, die Party ist hier voll am Laufen. Und wenn Yen-Pairs mal Fahrt aufnehmen, ja, da war ich jetzt gerade hier beim British Pfund Yen, insbesondere mit der Idee, vielleicht sehen wir ein Pullback, gab es aber nicht. Die rennen direkt nach oben, genauso wie das der Euro gegenüber dem Yen tat, Schrägstrich vielmehr tut. Und hier ist tatsächlich, jetzt haben wir hier nämlich auch tatsächlich schon wieder einen kleinen Guidance-Bug. Also heute ist die Luzi wirklich für den 13.10., wenn es ein Freitag wäre, könnte man das ja auf das Datum schieben. Das ist aber natürlich Aberglaube. Der Freitag, der 13. ist kein anderer Tag wie ein anderer. Aber grundsätzlich funzt hier mal so einiges nicht gerade. Jetzt bin ich hier eigentlich beim Euro-Yen, den sehe ich aber nur auf unter Rainbow-Gesichtspunkten. Faktisch, wie man es dreht und wendet, die Yen-Pairs sind in einem bullischen Umfeld, die Party kocht und natürlich die Inflationsrahmenbedingungen sind keineswegs erfreulich. Und wenn sie weiter eskalieren, die Inflationszahlen weiter zunehmen und die Fed hat das ja, wie gesagt, unlängst schon ein Stück weit bestätigt, dürfen wir uns auf spannende Monate einstellen. Es ist spannend, es bleibt spannend für die Edelmetalle. Wie gesagt, hier der Review. Gold an der Stelle, da müssen wir wirklich abwarten. Heute, wie gesagt, die Schwäche auch vom Forex-Bull ein Stück weit manifestiert. Lasst uns am besten da gleich im Trading Room drauf eingehen, wenn wir hier die Märkte live unter die Lupe nehmen. Also, Tadel gibt's für den Lehrer schon mal nicht. Hattori, ja, der Lehrer ist hier raus aus der Tadelnummer. Das ist natürlich hier das Gesetz des Größeren, wenn man es mal von der Hierarchie einer Schule aussieht. Der Lehrer muss auch schon mal gar nicht nachsitzen, denn hier, wie sagt man, höhere Gewalt. Ja, ist immer schon mal raus aus der Nummer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Wer jetzt hier noch dabei war bei YouTube, ich kann es leider nicht ändern. Ich werde, wie gesagt, sehen, ob ich dieses Video hochlade, weil es eben direkt im Stream schon eingepackt ist, oder aber am Ende des Tages dann doch die Version vom Godmode Trader. Vielleicht lade ich auch beide hoch, whatever. Am Ende des Tages sage ich erstmal jetzt danke für eure Teilnahme. Ich muss jetzt gleich, wie gesagt, huschen. Gebt es mir dennoch gerne ein Like, wenn ihr mögt. An der Stelle, wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, klarerweise, das war heute Thema. Riskhinweis, ganz klar, jeder handelt auf eigenes Risiko und es sind niemals Anlageempfehlungen. Und in diesem Sinne, meine lieben Leute, schaut's gerne auch auf unserem Pro-Channel vorbei, hätte ich fast gesagt. Nein, da könnt ihr auf dem Godmode-Trader natürlich auch unter Guidance uns beehren, aber ich wollte vielmehr sagen, schaut jetzt auf unserem Trading Room vorbei. Ja, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, unterm Video baue ich die Verlinkung ein. Ansonsten hier Webinare, Events, da geht es auch nächste Woche reichlich zur Sache. Ich darf schon mal ankündigen, dass ich mit dem lieben Christian Braun aus München hier auch ganz interessante Aktien im Rahmen der Aktie, Schrägstrich den Aktien des Monats mit verschiedenen Bewertungskriterien analysieren werde. Also es wird spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen wunderschönen Wochenendeinstieg. Sonnig ist es hier im Süden und ja, verzeiht den Delay beim Start. Ich kann darauf keinen Einfluss nehmen. Freue mich aber, wenn wir uns nächste Woche Montag wiederhören, wiedersehen. In dem Sinne, fette Beute euch. Bis gleich im Trading Room. Wollen noch mal sehen, ob wir da was rausschnippeln können. Also, auf bald. Euer Chris sagt erstmal Tschüss.